Hallo ihr Lieben, Sam Schmeier, Patrick, Beziehungscoach, bla bla bla. Und ihr wolltet es, ihr kriegt es mal wieder ein Übersetzungsvideo. Ja, Aline, was haben wir denn für spaßige Geschichten heute? Okay, es fängt an mit: Du machst es, dass ich so bin. Ich war vor dir nie so. Ah, okay, du machst das, dass ich so bin, ich war vor dir nie so. Ja gut, ich meine, da ist natürlich eine kleine Wahrheit drin, wenn man so, sind ja viele Sachen so aus toxischen Beziehungen, nehme ich mal an, die holen ja immer das Schlechteste aus Heim raus, aber im Grunde genommen ist es natürlich wieder Übersetzung für, ich möchte keine Verantwortung für mein eigenes Verhalten übernehmen und ja, schieb alles auf dich, würde ich sagen. Okay, ich will dir nicht wehtun. Ja, das heißt, ich werde dir gleich wehtun, und zwar ziemlich, weil es heißt, ich meine, man muss ja natürlich immer sagen, bei diesen Sachen, Menschen wollen hoffentlich andere nicht verletzen, und gerade wenn sie gehen, überlegen sie das natürlich immer, wie verpacke ich das jetzt, und wird da natürlich nicht gesagt, du interessierst mich einfach nicht mehr und ich habe nagel hier gerade die Verkäuferin vom Tabakladen gegenüber, sondern ja, aber es heißt im Grunde genommen, ich werde mich gleich trennen von dir, es wird wahrscheinlich wehtun. Okay, du bist eine tolle Frau, aber... Oh Gott. Ja, okay, das ist ja entweder von jemand, der so bindungsängstlich ist oder der absolut das Interesse verloren hat und es eigentlich wieder... Gleiche Geschichte, Übersetzung ist ein, ich weiß selber nicht warum, aber ich habe leider alles Interesse verloren und ich schmiere dir jetzt nochmal so ein bisschen Honig um den Bart und damit du dich nicht schlecht fühlst, aber im Grunde genommen heißt es, ich finde dich nicht mehr hot, so, ne? Aber du bist eine tolle Frau, du bist eine ganz nette. Okay, also offensichtlich kam ja eine Postkarte vom Tox-Ex mit, du hast für immer einen großen Platz in meinem Herzen. Das ist ja ein Kracher. Das ist wieder diese blumige Sprache. Da habe ich auch mal so ein Video zu gemacht. Die blumige Sprache von Egozentrikern. Also immerhin hast du schon geschafft, dass überhaupt eine Karte geschrieben wird, weil normalerweise ist ja immer minimaler Aufwand, also maximal die 1,2 Sekunden, die eine WhatsApp braucht irgendwie. Und ja, Übersetzung ist, du hast einen Platz in meinem kleinen schwarzen Notizbuch, was ich gerade durchtelefoniere, weil ich mich gerade einsam fühle und dringend wieder ein bisschen Aufmerksamkeit brauche. Und deswegen wende ich jetzt einen von meinen lame, ja, Hoover-Sprüchen an, damit ich wieder, ja, einfachen toxischen Sex mit dir haben kann, bevor ich dich wieder abschieße. So, das wäre die Übersetzung. Nach langem Knutschen kam von ihm... War keine Vollkatastrophe. Oh. Ach du Scheiße. Also das heißt eigentlich übersetzt, ich bin so krass minuspolig, dass ich dich leider schon beim ersten Knutschen irgendwie kritisieren muss. Also übersetzt heißt das eigentlich lauf, weil es wird nicht lange dauern, dann werde ich jede Sommersprosse an dir kritisieren irgendwie. Das wäre die Übersetzung. Ja. Der nächste Satz: Ich fühle mich bei zu viel körperlicher Nähe bedrängt. Ah. Ja. Das, was soll man dazu sagen, ne? Ich meine, das bedarf eigentlich keine Übersetzung, aber ja, jetzt ist die Frage, so hat man den anderen irgendwie gerade 24 Stunden gebondet oder reden wir jetzt von normaler körperlicher Nähe? Ansonsten heißt es natürlich übersetzt, ja, ich habe da irgendwelche Mami- und Daddy-Issues, die mich wahrscheinlich bedrängt haben in der Kindheit oder ich musste irgendwas machen, was ich nicht machen wollte und jetzt bin ich so auf Alarm, dass ich schon normale romantische Annäherung für mich schon ein Horror ist, ne? Ja. Okay. Es liegt nicht an dir, dass ich mich getrennt habe. Ja, das heißt natürlich, liegt es an dir, weil... so, aber ich meine, sagen wir mal so, also das ist wieder eigentlich eine Variante von, ich fühle einfach keine Attraktion mehr, ist mir total langweilig geworden, ich habe mich... verliebt in meine Krankengymnastin, keine Ahnung, weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Und ja, und ich möchte
ich fühle es einfach nicht mehr. Ich möchte aber den anderen, das muss man auch fairerweise sagen, ich möchte den anderen jetzt nicht verletzen, tue es natürlich trotzdem mit solchen Aussagen und signalisiere dann, ja, als wenn es vom Himmel gefallen wäre, jetzt, dass ich sozusagen mich getrennt habe und es ist irgendwie eine, keine Ahnung, vom, ja, weiß ich nicht, irgendeine Zufallsentscheidung. Aber es könnte auch heißen, je nach Kontext, könnte es auch heißen, es liegt schon an dir und du warst irgendwie, du warst einfach zu viel für mich, zu needy, whatever, könnte es auch heißen. Das ist hier einer meiner Lieblingssätze. Ich versuche zur Treue hinzuarbeiten. Geil! Alter, das wäre echt ein cooler Beutel irgendwie. Ich versuche zu treu hinzuarbeiten. Ja, das heißt übersetzt, ich werde in 100 Jahren, werde ich nicht treu sein. Und ja, du kannst eigentlich damit rechnen, dass ich schon morgen Abend in meinem schwarzen Büchlein wieder irgendwelche Exen anschreiben werde. So. Oh Gott, das ist echt schlimm, ey. Übel. Okay, wir kommen aus unterschiedlichen Welten. Du kommst aus dem Darkroom und ich aus der Marshmallow-Welt. What? Ich will auch gerne in die Marshmallow-Welt. Wo ist sie? Also Darkroom will ich nicht so unbedingt. Wie verstehst du das? Ja, ich finde irgendwie andersrum. Andersrum wäre es eher Sinn machen, weil... Also wenn du jetzt nicht so ein krasser Sadomaso-Typ bist, der das gefragt hat, dann muss man schon wieder überlegen, ob es Projektion ist irgendwie. Keine Ahnung. Könnte Projektion ein bisschen sein, ne? Ja. Ja, oder es ist halt eine Kritik, ne? Dass sie irgendwie vielleicht sich irgendwie... Hatten wir vielleicht mal einmal Doggy-Style sich gewünscht und dann ist man gleich irgendwie Darkroom oder so. Keine Ahnung. Ja, ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Ja. So. Du warst meine Traumfrau, aber, in Klammern, seine unguten Eigenschaften, die Trennung ist durch mich. Also wahrscheinlich hat er sowas gesagt wie, du warst meine Traumfrau, aber ich bin einfach ein Arsch und ich kann nicht treu sein und ich bin zu unzuverlässig und ja. Deshalb trenne ich mich von dir. Ja, das heißt dann, denke ich mal, ja, am Anfang war es toll und dann ist es nach der 100 oder 200 Tage Grenze auf magische Weise langweilig geworden. Das kann natürlich an vielen Sachen liegen, aber es ist im Grunde genommen wieder so eine Variante, man fühlt es einfach nicht mehr und ja, es kann aber auch heißen, was es auch heißen kann, ist, ich finde dich zwar nett, aber du befriedigst nicht mein Thrill-Dopaminsystem hier und deswegen, ja, bist du eine Frau für die Träume, aber leider will ich dich nicht so richtig hart rannehmen irgendwie. Genau. hier ist es so, da hat eine Frau gefragt, bist du jetzt mein Freund? Und er hat geantwortet, weiß noch nicht, bin noch in der Findungsphase. Oh Gott, das ist ja richtig geil, ne? Ist das geil? Will man nicht hören, glaube ich. Ja, das heißt, wir haben hier gerade eine Drecks-Dreiecks- offene Affären-Situation und ja, ihr seid natürlich nicht Boyfriend-Girlfriend und es ist nicht committed und du solltest Safer-Sex-Praktiken anwenden, wenn überhaupt. Ja, und wahrscheinlich werden, wenn die Person auf Toilette ist, werden erstmal wieder 5 andere Tinder-Dates angeschrieben. Das heißt das so, denke ich, ja. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben, aber ich kann nicht, in Klammern, mehr mit dir zusammen sein. Okay, das ist richtig verrückt, ne? Das ist ja echt der absolute Kracher. Ja, aber das ist aber so richtig Gaslighting, ne? Also das ist wirklich... Also das ist ja, was die Leute immer so verrückt macht. Das halt, nur verwirrt zurück. Nee, da kann man auch nichts zu sagen. Das ist einfach nur Rotz irgendwie und macht keinen Sinn. Das ist ja genau, was die Leute immer so crazy machst. Wenn du, ich würde ja gerne oder ich würde dich gerne heiraten, aber keine Ahnung, muss da immer 8 Stunden arbeiten jeden Tag und soll man das machen. Und also es werden so 2 Sachen, die... Das ist wie so ein Oxymoron, heißt das, glaube ich, ne? Dieses, wenn du schwarzer Schnee, also so Sachen, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Also das ist wirklich Red Flag des Grauens irgendwie, ne? Ja. Du bist der schlechteste Mensch, der mir je begegnet ist. Das
hat der Typ gesagt, nachdem seine Lügen rauskamen. Ah, das heißt, nicht nur wollte ich dich irgendwie ordentlich missbrauchen immer, sondern ich bin jetzt noch tierisch sauer, dass du mir auf die Schliche gekommen bist. Das kommt total häufig vor, ne? Und bin jetzt richtig wütend, dass du mir auf den, mich aufgedeckt hast sozusagen und überschütte dich jetzt mit Wut und Hass, bevor ich dich wieder versuche zu lovebomben. Das ist so richtig Ego, Zuckerbrot und Peitsche, ne? Oh, das ist schon mies, ey. Ja. Den finde ich auch interessant, vom Ex-Freund. Du machst deine Stimmung viel zu sehr von meinem Verhalten abhängig. Machst deine Stimmung? Ja gut, das ist natürlich auch, könnte auch so ein Poesiealbum sein, ne? So mach deine Stimmung, ja. Gibt es ja auch so einen Satz, ich habe keine Verantwortung dafür, was dich anträgert, ne? Das ist, also natürlich macht man seine Stimmung, ich meine, klar, Pluspole machen es vielleicht zu viel irgendwie, ne, kann man sagen. Aber im Grunde genommen ist das ja, wenn sich jemand einfach benimmt wie ein nasser Sack irgendwie, natürlich zieht das dann an der Stimmung, ne? Ich meine, was soll man da machen, ne? Ja. Der letzte Satz, der uns zugeschickt wurde. Ich weiß, ich bin das Arschloch, aber ich liebe dich. Was sagst du denn dazu? Dann gebe ich mal an dich weiter. Ich weiß, ich bin das Arschloch, aber ich liebe dich. Ist irgendwie letztlich auch so ein bisschen keine Verantwortung übernehmen, würde ich mal sagen. Also ich bin halt einfach so, wie ich bin. Ich bin eben ein Arschloch und ich benehme mich regelmäßig scheiße und bin vielleicht nicht nett zu dir, aber ich liebe dich. Also du kannst trotzdem mit mir zusammen sein, aber du musst damit leben, dass ich mich nicht ändern werde. Ja, also klingt eigentlich auch ein bisschen wieder wie Lovebombing, ne? Ich benehme mich zwar scheiße und ich streue jetzt mal eigentlich liebe dich rein, damit du das auch schön akzeptierst, dass ich dich wie Rotz behandle, so irgendwie, oder aber vielleicht liebt er einen auch wirklich, aber auf jeden Fall heißt es, du musst damit leben, wie ich bin. Das muss damit leben. Ich werde mich nicht ändern, heißt ja, genau. Irgendwie auch, ne? Ja, ja. Ja, wunderbar, ihr Lieben, wenn ihr nochmal sowas haben wollt, dann schreibt es mir und Selbstliebe-Challenge Advanced geht los, 1. Februar Wohlfühl-Challenge und natürlich haben wir Mitte Februar den wunderbaren, krassesten Start, den wir hatten ever, den passive Bindungsangstkurs. Sehen uns bald wieder.